Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube und heute gibt es was ganz Besonderes. Heute gibt es den Jahresplan oder den Jahresplaner, wie ihr wollt. Ich zeige euch heute meinen Jahresplan. Was werde ich tun? Was gedenke ich zu tun? Wie werde ich düngen? Welchen Dünger will ich verwenden? Und am Ende des Videos sage ich euch noch, wie ihr meine Freak-Tabelle bekommen könnt. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Es geht los. Yeah! Yeah! So, Freak, jetzt müssen wir die ganzen Videos synchronisieren. Und dazu gehe ich hier auf Importieren, wunderbar. Dann gehe ich zurück, dann starte ich die Kameraaufnahme mit Mikro. Okay. Yes! So, liebe Rasenfreaks, ich habe eine sehr, sehr umfangreiche Tabelle hier entwickelt, um vor allen Dingen meine Nährstoffverteilung genau bestimmen zu können. Und wie fangen wir hier an? Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier habe auf dieser Tabelle. Ich habe hier links den eigentlichen Plan. Hier geht es jetzt also über die Jahreszeiten, Januar, Februar, März, April bis Dezember. Und da seht ihr schon ein paar Einträge. Und hier rechts habe ich eine sehr, sehr große Tabelle. Da habe ich die ganzen Produkte aufgelistet, die benötigt werden, um eine vernünftige Düngerplanung zu machen. Ich habe in diesem Fall die Kompo-Produkte verwendet. Ich kriege weder von Kompo irgendeine Unterstützung noch von einem anderen Düngemittelhersteller. Ich finde Kompo insofern ganz cool, weil die eine unglaubliche Palette verschiedener Produkte haben. Deswegen hier an dieser Stelle Kompo-Produkte in meiner Tabelle drin. Aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Produkt hier eintragen. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Ja, also hier die Produkte mit den ganzen Nährstoffangaben. Und dann hier unten die Nährstoffbedarfstabelle mit einer Nährstoffempfehlungstabelle. Und ganz unten habe ich noch zwei Informationen. Einmal meine Tätigkeitsübersicht. Was möchte ich wie oft im Jahr machen? Und dann die Nährstoffverteilung der Makronährstoffe, aber wir sehen hier auch die Mikronährstoffe. Als erstes müsst ihr hier oben eure Rasenfläche, ich werde es auch nochmal erweitern, ich werde gleich hier Rasenfläche schreiben, Rasenfläche in Quadratmeter, Rasenfläche. Ja, so ist das, wenn man das hier live macht. Rasenfläche in Quadratmeter. Machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Rasenfläche in Quadratmeter. Und machen wir schön hier auf Rastung. 800 Quadratmeter habe ich. Und dann schaut ihr euch an, was ihr für Produkte wann streuen wollt. Ich habe hier schon angefangen mit Rasenkalk im Januar. 50 Gramm pro Quadratmeter habe ich gestreut, sprich zwei Säcke, 40 Kilogramm. Im März geht es weiter. Dann habe ich jetzt beschlossen, dieses Jahr immer erst zu lüften, bevor ich ein Produkt auf den Rasen streue. Also immer erst das Lüften und dann starte ich März, ich denke mal so in zwei Wochen wird es losgehen, zwei, drei Wochen starte ich mit der Starterdüngung für dieses Jahr. Ich starte hier mit Basa Top Fair mit 25% Stickstoffanteil und relativ wenig Phosphor und Kalium. Und gehe dann weiter, werde auch noch Perlhumus streuen. Perlhumus ist ein interessantes Produkt zur Bodenverbesserung. Das könnt ihr euch alles in Ruhe mal angucken. Danach überlege ich mir, ob ich ein leichtes Top-Dressing durchführe. Eine Quarzsandstreuung, feiner Quarzsand. Topdressing ist ein Sand, der möglichst von 0,1, 0,2 bis 1 mm Korngröße hat. Idealerweise getrockneter Quarzsand,
den will ich dann noch auf den Dünger streuen, um auch den Boden noch ein bisschen auszugleichen. Und dann powert hoffentlich der Rasen los. Ja, ich habe einen Eisenmangel im Boden. Das habe ich durch eine Bodenanalyse herausgekriegt. Bodenanalyse kann ich sowieso nur empfehlen. Bodenanalyse ist eine super Sache. Macht eine Bodenanalyse, jetzt schnell eure Bodenprobe einreichen und dann wisst ihr in 3 bis 4 Wochen, was eurem Rasen fehlt. Meinem Rasen fehlt Eisen, deswegen hier im April geplant eine Eisendüngung. Eisen macht auch den Rasen richtig schön grün. Im April soll es so richtig dann losgehen mit einem tollen dichten Rasen, einem tollen dichten grünen Rasen. So, dann geht es weiter mit der zweiten Düngung Ende April, Anfang Mai. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Hängt immer sehr davon ab, wie sich mein Rasen entwickelt. Fertilis Speed, ein sehr interessantes Produkt. Fertilis Speed hat ein Bacillus, Subtilis, ich weiß auch nicht, warum das Zeug so heißt, hat jetzt nicht mehr so viel Stickstoff, noch 18% und einen schon etwas erhöhten Kaliumanteil. Dann die zweite Perlhumusgabe. Dann im Mai, wenn es warm und trocken und schön ist, vielleicht erifizieren, nochmal den ganzen Rasen lochen und sanden und nachsehen. Das wäre so Mai in der wirklich stärksten Wachstumsphase optimal nachzusehen. Mit meiner super speziellen Fairway-Rasenmischung. Könnt ihr mal die Beschreibung gucken, steht da alles drin. Ja, im Juli, wieder so ungefähr 6 bis 8 Wochen, die nächste Düngung, Florani Twin Turf BS, Bacillus subtilis wieder hier drin in dieser Rasenmischung. Jetzt auch noch ein relativ hoher Stickstoffanteil von 20% und ein bisschen weniger Kalium. Ja, da kann man sich schon entscheiden, ob man nochmal Fertilis Speed streut oder dann auch ein etwas anderes Produkt, was noch andere Inhaltsstoffe hat. Ja, dann kommt die Sommerpause, dann immer schön das Lüften vor der Düngung, dann nochmal entweder Florani Twin Turf BS oder auch ein anderes Produkt. Im Herbst nochmal eine schöne Eisendüngung, Perlhumus nochmal zum Schluss. Nochmal nachsehen, da könnte man dann, das muss man gucken, da könnte man auch nochmal vertikutieren. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Ja, also man könnte im September auch vor dem Nachsehen vertikutieren, dann düngen und dann die Nachsaat ausbringen. Oktober, November, irgendwo im Oktober. Die letzte Düngung, die Magnesium- und Kaliumbetonte Winterdüngung, um die Gräser richtig fit und stressresistent zu machen im Winter. Und dann war es das schon. Wie arbeitet man jetzt mit dieser Tabelle? So, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe irgendein Ziel. Ich habe einen Nährstoffbedarf pro Jahr und ich habe ein Ziel mir definiert, ein Soll. Das seht ihr hier unten. Ich sage, ich möchte ungefähr 25 Gramm pro Quadratmeter Stickstoff pro Jahr bringen, 6 Gramm Phosphor, 20 Gramm Kalium pro Jahr, 3 Gramm Magnesium und 12 Gramm Schwefel und 4 Gramm Eisen. So, die Mikronährstoffe interessieren mich jetzt nicht so sehr. Ich habe sie aber hiermit mal aufgeführt. Wenn einer damit rumspielen möchte, wenn er jetzt auch einen Mikronährstoffmangel hat, kann er damit arbeiten. Ja, um zu wissen, was man überhaupt idealerweise für einen Nährstoffbedarf pro Jahr ausbringen soll, habe ich hier aus einem ganz, ganz tollen Buch, das kann ich nur empfehlen, das Rasenhandbuch, das ist die Fachliteratur für Rasen. Aus diesem Buch habe ich den Nährstoffbedarf, die Nährstoffempfehlung rausgezogen für Ziegelrasen, Spielrasen, Fußballrasen, hochbelastet, Golfgrüns. Man sieht, ich orientiere mich an Golfgrüns. Ich möchte einen möglichst kurz geschnittenen, dichten Rasen haben, der auch noch besonders schön grün ist und stressresistent. Hier ist die Empfehlung 20 bis 25 Gramm Stickstoff. Das kann ich nochmal hier dazu nehmen. Gramm pro Quadratmeter. Damit das klar ist. 6 Gramm Phosphor, 15 bis 20 Gramm Kalium und 3 Gramm Magnesium. Daraus habe ich meinen Sollbedarf abgeleitet. Und wenn ihr halt eben die entsprechenden Produkte in diese Tabelle hier eingetragen habt, gibt es am Ende ein Ergebnis. Und zwar das ist, was, wenn ihr das alles durchgezogen habt,
am Ende an Nährstoffen auf euren Rasen ausgebracht wurde. Bei mir sind es nicht ganz die 25 Gramm Stickstoff, sondern nur 24,5. Okay. Phosphor ein bisschen weniger, Kalium ein bisschen weniger, also ein bisschen unterhalb, Magnesium ein bisschen überdosiert und Schwefel, gut, der kommt immer so mit den Produkten, da kann man auch nicht viel Einfluss nehmen. Eisen ein bisschen höher dosiert, das ist das, was ich wollte. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber das lasse ich jetzt mal so. Jetzt können wir rumspielen, jetzt können wir mit der Tabelle rumspielen. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich habe ein riesiges Problem mit Kalium. Also bringe ich jetzt kaliumbetonte Dünger, zum Beispiel hier ein Floranit Twin Eagle K mit 24% Kalium. Und den werde ich jetzt mal statt dem Fertilis Speed oder hier im Sommer bringen, wenn man erst zweimal eine richtige fette Kaliumdüngung. Das war jetzt falsch. Ich muss das so machen. Genau, so und jetzt, wow, hat die Tabelle verändert, ist das sensationell, yes, die Tabelle funktioniert. Okay, ja, also nicht so schwierig. Ja, wir haben nur noch 20, 21 Gramm Stickstoff, aber hier fast 30 Gramm Kalium pro Jahr. So funktioniert das. Also ihr sucht euch irgendeinen Dünger. Man kann natürlich auch hier sagen, ich bin ganz auf organischen Dünger aus. Das sind ja alles mineralische Dünger, die ich hier drin habe. Hier auch nochmal als Beispiel einen organischen Dünger eingetragen. Turf Pro Food Amino von Maxwell. Nehmen wir das Produkt mal und sagen, wir nehmen nur das Produkt. Wir hauen hier jetzt nur das Produkt rein. Gnadenlos, das ganze Jahr über. Turf Pro Food Animo One und die, na komm her, zack, genau, so, lassen wir den Ferrotop mal hier drin, was passiert jetzt, Kalium, nicht schlecht, Stickstoff, total am Boden, nur noch 15, das wäre was für Spielrasen, obwohl dafür der Kaliumanteil auch viel zu groß ist, das sollte bei 8 liegen, liegt hier bei fast 20 Gramm pro Jahr. Ja, und so kann man rumspielen. Das ist die Idee dieser Tabelle. Ja, dann könnt ihr natürlich noch eigene Produkte hier reinschreiben. Das ist total einfach. Wir machen jetzt mal ein Beispiel hier. Also wir schreiben hier unten zum Beispiel mal rein. Rasen Freak. Ah, ich kann nicht schreiben. Rasen Freak Dünger. So, und der ist natürlich von AK, wie Andreas Kraus. Der hat natürlich eine feine Granulierung. Oder sehr, nehmen wir mal fein. Fein, kann man auswählen hier, wenn man möchte. Hat 0,7 bis 1,4 mm Dicke. Ja, hat jetzt so richtig Power, 30% Stickstoff. 8% Phosphor und 20% Kalium, hat noch 5% Magnesium und noch 10% Schwefel, hat noch schön Eisen hier, 2%, also ein richtig fettes Ding. So, das ist schon alles, das tragt ihr hier rein und jetzt könnt ihr an dieser Stelle mit diesem neuen Produkt hier eure Jahresplanung durchführen. Ihr kopiert entweder und sagt, ich nehme nur den Rasenfreak Dünger, das neueste Hightech-Produkt. Ups, hier nochmal. Ah. Also so, reinkopiert. Ihr könnt das auch von Hand reinschreiben. Ne? Rasenfreak. Natürlich dann bitte den anderen Rasen. Aber dann müsst ihr genau richtig schreiben. Das muss also vom Text genau gleich sein. Leerzeichen und alles sowas beachten. Rasenfreak Dünger. So, und dann habt ihr am Ende hier ein völlig anderes Ergebnis. Ihr habt eine richtig, richtig fette Düngung gemacht mit über 33 Gramm Stickstoff pro Jahr und unglaublichen fast 31 Gramm Kalium. Heftig Magnesium, heftig Schwefel, richtiges Horrordünger und ordentlich Eisen. Ja, so könnt ihr also jedes beliebige Produkt, das ihr gerne verwenden wolltet, hier eintragen. Hier, da wo die schwarzen Zahlen sind, da bitte eintragen und dann rechnet schon die Tabelle für euch die Nährstoff.
Verteilung aus. So funktioniert das. Das nehmen wir wieder zurück hier. Zack, 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 zack. Sehr schön. Zack. Der Rasendünger wieder raus. Der Rasenfreak-Dünger wieder raus. Ja, das war es soweit mit der Tabelle. Und wie ich am Anfang sagte, ihr könnt diese Jahresplanung, ihr könnt diese Tabelle haben. Ich möchte sie euch nicht schenken. Ihr könnt sie käuflich erwerben. Ich habe mir gedacht, 5 Euro. 5 Euro. Für 5 Euro kriegt ihr diese Tabelle von mir. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Dann sage ich euch, wie ihr bezahlen könnt. Oder ihr könnt mir gleich per PayPal 5 Euro überweisen. Bitte, bitte, bitte schreibt eure E-Mail-Adresse dazu, damit ich euch dann gleich diese Tabelle zuschicken kann. Es gibt zwei Versionen. Es gibt diese Tabelle als Apple-Produkt. Das ist das, womit ich das hier erstellt habe. Das ist aber auch konvertierbar in eine Excel-Tabelle. Ihr könnt also von mir auch eine Excel-Tabelle haben, die dann genauso funktioniert. Ja, also 5 Euro die Rasenfreak-Tabelle zur Nährstoffplanung für euren Rasen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt genau, was ich plane. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Tabelle, wenn ihr sie kauft. Ich werde auch natürlich Support liefern dieses Jahr, wenn die Tabelle bei euch nicht funktioniert oder wenn ich eine neue Version hier entwickelt habe, erstellt habe, dann schicke ich euch natürlich die Tabelle. Also für 5 Euro kriegt ihr auch ein bisschen Service von mir. Yes, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Euer Rasenfreak. Tschüss.